Jo, herzlich willkommen zurück und ja, wollen wir noch mal sehen, wie das hier so weitergeht bei Bioshock, wa? Bioshock Time. So. Hier überhaupt ab. Und wie konnte man sich auch mal den Weg anzeigen lassen, ne? Man hat dann einen Pfeil auf dem Boden gezeigt, irgendwie. Weiß ich nicht mehr, wie das geht. Wenn jemand einen Tipp hat, nur zu. Immer in die Kommentare. Hier gibt's nix. Bauchsautomat, was haben wir denn hier? Ah, ganz im Kram, da ist auch kein Mensch wieder hier. Alter Seemann! Lass die Kühe ab! Hier. Gesundheitskit. Lalalala. Munition für Pistole. Ah, könnte man mal investieren hier, wa? Wunderbar. Zug, den verhassten Albatross vernichten! Reich verlassen, machen wir das doch. Schauen wir mal, was da so gibt. Wo ist das? Monument Island. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Da habe ich auch erstmal geguckt, wie blöd ich da reinkommen soll. Aber gut, jetzt diesmal weiß ich es natürlich. Ganz klar. Ups. Eine Menge Geld. Schokoriegel, okay. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und... jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Oh. Rassistisch ist diese Sekte anscheinend ja auch noch, ne? Naja. Ja, ich würde mal die Sicherung rausmachen, Leute. Hier ist irgendwie Kurzschluss am Start. So. Was ist das? Spezimen Morphologie. Tja. Irgendwas stimmt hier so ganz und gar nicht, ne? Schon von vornherein hier. Das sieht alles andere als gesund aus hier. Blutig.
Creepy. Irgendwie creepy. Einfach nur creepy. Gibt's nix, also weiter im Kontext. Erstmal ein bisschen umgucken hier. Scheint sehr intelligent zu sein, ne? Was mit Codes macht sie da? Super halt. Lustig, dass wir das Bild nicht wohl mal hier vorspringen. Singt. Ja, hört man viel von, dass sie singt. Tanzen kann sie auch. Okay. Ist da was hinter oder so? Hm. Aus, ja. Scheint so. Okay. Gibt's Bilder? Die beobachten sie. Ja, ist offensichtlich. Das ist offensichtlich, Kumpel. Ich würde schon sagen, der Grafikfehler. Nein, hier sind Kabel. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Was machen die mit ihr? Sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Aha. Was hier abgeht, was hier abgeht. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbrannten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott, da passiert irgendwas, was? Ah! Tja, was ist hier los? Jedenfalls ziemlich abgespaced, ne? Würde ich mal meinen. Was ist das hier, ey? Oh, zurück in die Zukunft. 5000 Gigawatt. Thank you.
Ja, für die Excursion-Fans. Kommt mir nichts raus, ne? Bin gelaufen. Fahrstuhl. Na dann. Ist ja nur ein Spiel, haben wir nichts zu verlieren, ne? Tja. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Keine Waffe mehr in der Hand? Okay. Letztes Mal, wo ich gespielt habe, habe ich den Hebel nicht betätigt und weitergelaufen. Jetzt machen wir das einfach mal. Es ist sie. Tja, und wie geht's weiter? Eiffelturm-Maxe, Paris. Das passt ja auch schon wieder. Dining Room. Was ist? Scheiße. Oh Mann. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Tja. Dieser Job wird immer mieser. Kann man schlecht was zu sagen, ne? Ich meine, ja, ihr guckt's ja, ne? Das, ja. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Tja. Da chillt's ja wohl ein bisschen, ne? Bibliothek. Dann gehen wir doch mal dahin in die Bibliothek. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Voll Höhenangst, der Bucke, aber. Hey! Auf zu lassen! Jetzt wohl aufhören! Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin ein Freund. Ich soll dich hier raus. Gehen Sie weg! Sind Sie echt?
Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was soll... Geben Sie das her. So kommen wir raus. Kommt so raus, aber ich nicht. Ja, was ist hier los? Achso, ich muss drücken. Ja, dann. Auch, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Halleluja. Fällt alles auseinander hier. Hier lang, kommen Sie! Nein. Hol den Aufzug! Wieso? Was? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Jups, haben wir. Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Müssen wir einen anderen Weg gehen, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen weiter! Er nimmt das Gebäude auseinander! Aber wo willst du denn jetzt hier hin? Da lang! Hier, okay. Mach mal weg. Sei vorsichtig, Elisabeth! Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt! Ah, je. Schnell! Hier oben ist eine Tür! Weg da, lass mich mal! Ja, halt die mal auf! Wohin? Oh Mann, da. Lauf! Und laufen und laufen und laufen und laufen. Ach, dann können wir bald speichern. Also er macht das dann, weil die Zeit ist schon wieder bald vorbei hier. Oh, ah, das geht sogar automatisch. Alles klar. Oh yeah. Ich glaube, ich hab's an der Hand jetzt, oder? Ich sehe sie jetzt nicht, aber gut. Oh Mann. Wow. Oh shit. Oh Mann. Oh shit. Hier ist was los. Ja, also zu dieser Szene sage ich jetzt nichts mehr. Das ist, ja, offensichtlich. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Sind
sie da drin, DeWitt? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Ja, schön singen, ne? Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Anna. Sofort. Anna! Jo. Jetzt gibt's hoffentlich ein großes Speichern, weil dann kann ich diesen Part beenden. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Ja, klasse. Schlafen. Nur ein bisschen schlafen. Wo ist sie? Jawohl, gespeichert. Jawohl. Ich verabschiede mich dann erstmal und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Also bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Bioshock Infinite.